Ja, hallo zusammen. Da sind wir mal wieder. Heute auf der Wutachtalbahn. Die ist gerade im Sale im Angebot. Ich hatte da vor ein paar Tagen bereits zugeschlagen und angefangen, da mal ein schönes Szenario zu bauen. Hatte mich vorher ein wenig auch mit der Streckengeschichte auseinandergesetzt und da prompt ein paar Ideen bekommen. Das Szenario trägt den Titel Refit der Wutachtalbahn. Ich werde später auch noch ein paar Detailinformationen dazu geben, zur Strecke selbst und der Geschichte, der jüngeren Geschichte und warum dann dieses Szenario letzten Endes auch ganz gut passt. Wir fahren hier auf dem südlichen Abschnitt vom Lauchringen nach Weizen, aber das sehen wir auch gleich nochmal in der Szenario-Beschreibung. Und wir fahren heute mit der 218. Wir haben hier nämlich eine Dieselstrecke. Ja, und ich war immer schon auf der Suche nach einer schönen Nebenstrecke im Train Simulator, die auch, sag ich mal, so die Möglichkeit bietet, einmal so, sag ich mal, Nahverkehr mit modernen Dieseltriebwagen, irgendwelche Sonderverkehre, Museumsfahrten. Und da ist natürlich die Wutachtalbahn ja die Strecke schlechthin. Und da würde ich einfach mal sagen, fangen wir mal an. Das ist unsere Lok. Wir steigen auch schon mal ein. Hallo Kollege, auf der südlichen Wutachtalbahn sollen wieder Personenzüge rollen. Es wurden schon ein paar notdürftige Reparaturen durchgeführt. Ich kürze das mal ein bisschen ab, weil das bleibt nicht lange genug stehen. Wir sollen also einen Schotterzug zu einer Baustelle befördern. Allerdings soll ein Teil der Wagen bereits in Stühlingen abgehängt werden. Der Rest geht nach Weizen. Wir wollen jetzt unseren Zug vorbereiten und wir müssen auf das äußere Nebengleis geleitet werden. Und zwar links außen das Nebengleis 502. Denn da vorne sehen wir zwei Zugverbände im Nebel. Hoffentlich wird das Wetter noch ein bisschen besser, die uns da den Weg blockieren. Einer der beiden Verbände ist unser, allerdings müssen wir ihn von der anderen Seite ankuppeln und dann geht es los. So, was eben schon zu sehen war, wir müssen uns ein paar Weichen selbst stellen. In dem Augenblick werden wir an unseren Zugverband, also zu unserem Zugverband geleitet, allerdings falsch, denn das wäre die verkehrte Seite. Das heißt, wir müssen noch einmal kurz aussteigen, mal kurz auf Wanderschaft gehen. So, und da sehen wir, diese Weiche müssen wir stellen, denn sonst geht es geradeaus zu unserem Zug. Aber das wollen wir ja noch nicht. So, wir wollen hier rum. So, die ist auch noch verkehrt. Die hier ist richtig und der Rest wird automatisch übers Stellwerk gestellt. Gut. Da hinten sehen wir schon unseren Kollegen, der wartet schon auf uns. Dann lassen wir mal nicht zu lange warten. Wir schalten schon mal die SIVA ein. PZB machen wir im Anschluss, wenn wir angekoppelt haben. Licht haben wir schon, jawohl. Nee, halt, Leistung müssen wir einschalten. Halt doch gerade gemacht. Jetzt. So. Ja, zur Lok selbst, das ist die 218 von Virtual Railroad. Eigentlich ein sehr schönes, gelungenes Modell. Wenn Interesse besteht, mache ich auch dazu ganz gerne mal ein Vorstellungsvideo. Oh, das Licht ist aber noch verkehrt. Gibt es mittlerweile zwei Varianten. Einmal hier in Verkehrsrot und einmal in beige-blau. Und wie gesagt, also wirklich sehr schön gelungen. Auch in der Geräuschkulisse wirklich fantastisch. Unterschiedliche Varianten. Dazu dann später vielleicht noch ein paar Sätze mehr. Aber wie gesagt, ich kann auch mal so ein kleines Vorstellungsvideo dazu machen, wie ich das ja auch für die eine oder andere Einheitslok gemacht habe. So, jetzt wollen wir erstmal an unseren Zug ankuppeln.
Da vorne wartet der Kollege, den fahren wir, da halten wir auch an. Schon mal den Führerstand und fahren dann an den Zugverband heran. Da fehlt noch irgendwie eine Beschreibung, was man jetzt tun soll, aber gut, gibt sich eigentlich von selbst. Aber das habe ich vergessen. So, wunderbar. So, wir kuppeln mal ganz sachte an. So, man stoppt immer mal kurz vorher. Damit kommt nochmal die Anweisung, dann langsam an den Zug heranzufahren. Dass man da nicht so gegenhaut. So, wir betrachten uns das Ganze mal. Jawohl. Ja, das ist doch perfekt. Das haben wir schon mal geschafft. So. Was machen wir vor noch? Wir schalten noch die PZB ein. Auch wenn wir die hier nur am vorderen Streckenabschnitt brauchen werden. Denn weiter hinten haben wir dann auch nichts mehr an PZB-Magneten verbaut. So, unser Zug ist schwer. Es geht, aber wir haben nur eine Lok und es wird jetzt ein wenig schwerfällig sein. Also wir müssen da schon einiges an Leistung draufschalten, dass das Ganze mal in Bewegung kommt. Signale sind alle grün, erlauben Fahrt. Schon 30 erwartet. Also es geht zunächst erstmal relativ schleppend. Dann dürfen wir auch mal ein klein wenig schneller fahren. Aber wir werden auch sehr viele LAs haben, die uns wirklich drastisch runterbremsen werden auf 20 km/h beispielsweise. Manchmal sogar noch weniger. Genau deswegen sind wir hier ja im Einsatz. Wir zweigen ab auf die Wutachtalbahn. So, wir haben jetzt sogar gleich ein Gefälle hier. Halt. War ein bisschen spät jetzt.
Und wenn wir einen Blick auf die Gleise werfen, dann sehen wir schon, dass es hier also ein Streckenabschnitt, der eher selten befahren wird. In unserem Szenario ist er sogar offiziell im Augenblick gar nicht freigegeben. So, sobald wir jetzt hier aus dieser Anfangsphase, aus diesem Startbereich raus sind, wir hier gemütlich mit 50 fahren dürfen, kann ich auch mal ein klein wenig zu der Wutachtalbahn erzählen. So, das Gefälle ist weg, wir können wieder ein klein wenig Leistung aufschalten. Denn es hat durchaus einen Grund, dass die Strecke hier nicht so gepflegt aussieht, was übrigens wirklich schön nachgebildet wurde. Also die Strecke ist sehr nett gestaltet, gefällt mir also richtig gut. Werden. So, wir beschleunigen mal sanft. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen mehr Leistung aufschalten. Und dann kann ich auch schon mal so ein paar Takte zur Wutachtalbahn erzählen. Also, die Strecke hier führt von Lauchringen bis nach Immendingen. Und hat eigentlich im Prinzip drei Namen. Ja, und zwar abhängig vom jeweiligen Abschnitt. Der Südabschnitt hier, das ist die Wutachtalbahn. Das wäre im Prinzip der Abschnitt von Lauchringen bis Weizen, also den wir auch heute befahren. Dann gibt es den Bereich von Weizen nach Blumenberg-Zollhaus. Dieser Teil ist bekannt als Sauschwänzlebahn, weil dieser Teil auch sehr kurvenreich ist, auch so eine 360-Grad-Wende hat und ja, auch bekannt geworden ist durch seine Museumsbahn, die dort fährt, dort regelmäßig betreibt, also Fahrbetrieb macht, wirklich sehr empfehlen. Und dann gibt es den nördlichen Teil, die sogenannte Eintrachttalbahn, das wäre dann der Abschnitt bis nach Immendingen, beziehungsweise bis, wie sieht das, Hitchingen. Das ist dann der Bereich oder der Punkt, wo es dann auf die Strecke nach Konstanz geht. Also auf die Hauptstrecke drauf. Gott, ich bin viel zu schnell. Das ist es, wenn man erzählt, nicht aufpassen. Aber wir haben immer noch Steigung, das heißt, wir bremsen automatisch etwas ab. Halten. Oh, noch nicht ganz. Also ist nicht so ganz einfach. Hatte ich die SIFA eigentlich eingeschaltet? Jetzt. So. Also, wie gesagt, die Strecke im Prinzip setzt sich aus drei Teilen zusammen. Wir befahren jetzt den südlichen Teil. Der südliche Teil war eine Weile bereits stillgelegt. Dort fuhr dann kein Zug mehr. Der nördliche Abschnitt, da sieht es weitaus besser aus. Dort ist seit 2004 wieder ein regelmäßiger Verkehr. Heute fährt da die Hohenzollernbahn, Teil des Ringzuges. Und beim südlichen Abschnitt, ja, da war es so, dass da 2000, wann war das? 2013, 2014.
wurde dort dann mit einem Schülerzug wieder der Verkehr aufgenommen. Die Gemeinde Bud-Höschingen hatte da auch einen Bahnsteig extra nochmal neu errichtet. Und es gab dann einen Schülerzug bis nach Bud-Höschingen. Teilweise gab es dann auch noch Verlängerung bis Eckingen. Aber so richtig Interesse bestand dort nicht. Es blieb also bei diesem einem Schülerzug. Und der fuhr dann auch erstmal nur bis 2017. Da war der Zustand der Strecke derart schlecht, dass also der Verkehr komplett eingestellt wurde. Hin und wieder fuhren hier auch mal Zubringerzüge nach Weizen, um dort dann Anschluss zur den Museumsbahn, zur Sauschwänzlebahn herzustellen. Und ja, das war dann natürlich dann auch nicht mehr möglich. Da wurde halt lange überlegt, was macht man. Und man hat dann dort trotzdem angefangen, diese Strecke wieder zu sanieren, wieder fahrbar zu machen. Ja, und heute ist es so, dass immerhin wieder vier Zugpaare verkehren. Und zwar verkehren die teilweise bis Bud-Höschingen, einige halt bis Eckingen. Und der Erfolg, den man jetzt hier wirklich nennen kann, ist, dass vom Fahrplanwechsel im Dezember 2019 die vier Zugpaare verlängert werden nach Stühlingen. Das sehen wir heute auch noch. Ja, und wir sind hier im Jahr 2018, und zwar im Mai. Und hier laufen derzeit die Arbeiten, um diese Strecke wieder fit zu machen. Darum Refit der Wutachtalbahn. Denn ab September 2018 wurde dann der Verkehr wieder regelmäßig aufgenommen mit vier Zugbahnen. Das ist halt leider nicht viel, aber es ist besser als eine Stilllegung, denn die drohte tatsächlich. Also als man 2017 diesen Streckenabschnitt zugemacht hat, war man leider davon ausgegangen, dass damit das Thema erledigt ist. Und Gott sei Dank gab es dann Zuschüsse vom Land und man hat die Strecke dann doch wieder fit gemacht. Hier, das ist Bud-Höschingen. Der Bahnsteig, der hier extra erstellt wurde oder aufgebaut wurde für den Schülerverkehr. Wir sehen, der ist sehr kurz und das hängt damit zusammen, dass hier ein einteilig, also wirklich nur ein kurzer Dieseltriebwagen einteilig unterwegs ist, und zwar die 641, der sogenannte Wahl. Die gibt es leider für den Train Simulator noch nicht. Ich habe natürlich auch mal so ein kleines Szenario für mich mal erstellt, um diesen Schülerzug auch mal zu fahren. Also kein auffälliges Szenario, wie man sich vorstellen kann. Und habe dann da einfach den Regio-Shuttle genommen, das Regio-Shuttle 1. Der passt dann da auch gut rein. Und ja, jetzt ab Dezember dann wieder Verkehr bis nach Stühlingen. Zubringer nach Weizen zur Museumsbahn, Verkehr natürlich auch wieder. Und insofern habe ich wieder einen regelmäßigen Betrieb und vielleicht wird es dann noch mehr. Ja, muss man einfach mal schauen. Ich meine, alle reden von der Verkehrswende, dafür muss man da auch was tun. Zollhaus und Weizen, da ist halt die Wutachtalbahn oder der Wutachtalbahnverein tätig und fährt dort unter anderem mit einer 86, Baureihe 86 und Donnerbüchsenwagen oder Umbauwagen haben die auch. Ja, das ist ja so regelmäßig am Fahren. Das ist übrigens der imposanteste Streckenabschnitt und auch da habe ich schon mal ein kleines Szenario zusammengebastelt. Ich will jetzt noch eins machen, was im Winter spielt, so mit ein bisschen Weihnachtsatmosphäre, ja, so eine Nikolausfahrt oder ähnliches. Wird es dann auch im Racing Forum geben. Allerdings werde ich das Szenario nicht vollständig weitergeben können, denn ich habe vor, da auch noch so einen kleinen Weihnachtsmarkt aufzubauen. Bloß diese Elemente, die ich da verbaue, die sind geschützt. Die sind von 3D-Zug. Die stammen dort aus der Edition Fahrzeit.
glaube 31 oder 32, muss ich mal gucken. Wenn es soweit ist, werde ich da auch Informationen zu geben, wie man dann das Ganze vielleicht noch weiter ausgestalten kann. Aber leider kann ich das dann so nicht weitergeben. So, werfen wir mal nach draußen. Da ist er, unser Schotterzug. Und er ist wieder zu schnell. Aufzuklaren, das ist doch schon mal was. Ja, dann kann man auch ein bisschen die Landschaft genießen. Verbaut habe ich hier das Wetter von Armstrong Powerhouse, weil man halt da wirklich sehr schöne Wettermodelle halt auch einbauen kann. Also wir hier sind ja eben noch wirklich grau losgefahren. Da sieht also das Rad mittlerweile auf. Wird später sicherlich noch besser werden. Gewachsen. Wie realistisch jetzt das Horn ist, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber man sieht hier, ja, ich brauche hier keine Geschwindigkeitsbegrenzung zu bestätigen, weil wie gesagt, PZB-Magneten sind hier keine verbaut. Hat sich auch dann einfach nicht gelohnt. Bei einer Strecke, die eigentlich eh schon als abgeschrieben galt. Ja, hier hätten wir Eckingen. Das ist derzeit Endpunkt für weitere Schülerzüge. Das heißt, weiter geht es planmäßig im normalen Personennahverkehr nicht. Aber in weniger als einem Monat dann schon. Fahrplan habe ich, also ich habe mal schon mal so ein Zugpaar rausgesucht aus der Fahrplanauskunft auf bahn.de. Wie gesagt, ein Umlauf werde ich dann mal als Szenario anbieten. Weil
bis zum Detail, muss ich wirklich sagen. Also ganz toll. Sind aus dem Szenario-Pack von Train Team Berlin. Die sind ja auch mal dafür bekannt, dem Ganzen eine perfekte Geräuschkulisse zu verpassen. Das heißt, eine wirklich gute Ergänzung hier zu dieser Lok. Wie gesagt, die Strecke ist nichts für Leute, die gerne schnell unterwegs sind. Ich meine, im Augenblick dürfen wir immer mal so 40 mal 50 fahren, das ist schon ganz okay. Wir werden später feststellen, es geht auch langsamer. Voraus sehen wir jetzt schon, dass wir einige 20er Einschränkungen haben. Das sind Bahnübergänge, die offenbar auch noch saniert werden müssen. Oder teilweise auch nicht über Sicherungstechnik verfügen. Ja, wir haben ja davor die Markierungen, dass wir dort mal reifen müssen. Ja, und deswegen, wenn man die komplette Strecke einmal von Lauchringen nach Immendingen befahren möchte, ist man durchaus eine Weile unterwegs. Ja, nicht, weil die Strecke so immens lang ist, sondern weil es halt teilweise wirklich nur extrem langsam vorwärts geht. Ja, am schnellsten geht es dann wirklich von Blumenberg-Zollhaus nach Immendingen. Und dort ist die Strecke wirklich ertüchtigt für 80 km/h. Ja, und wenn man dann so einen spurstarken Reco Shuttle 1 hat, dann geht das schon ganz gut voran. Warm-Dinganlage vorhanden ist.
Oder die sind im Rahmen unseres Refits schon aufgebaut worden neu. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, Schienenbus können wir auch gerne mal fahren, vielleicht im Rahmen so einer Sonderfahrt. Den habe ich auch noch relativ neu. Brauche ich auch noch ein klein wenig Übung, denn der fährt sich tatsächlich ein klein wenig anders, als man sonst gewohnt ist. Von den übrigen Dieseltriebfahrzeugen. Aber wenn man den Dreh raus hat, dann macht das wirklich Spaß. Ist der von SSLO. Mit einem Bundesbahn-Repaint. Macht schon Spaß, das Ding. Stüdingen ist nicht mehr weit und Weizen ist relativ nah dahinter. Das heißt also, dann beginnen auch so, sag ich mal, die Aktivitäten wie das Abkoppeln vom Wagen, so Sachen. Da haben wir wieder ein bisschen mehr Action. Naja. Wir sind heil rübergekommen. So, jetzt können wir mal wieder ein bisschen mehr Gas geben. Lassen. Es wird eh gleich wieder langsamer.
Gerade mächtig bergauf. Müssen wir mal ordentlich Leistung aufschalten. Tatsächlich irgendwo ein PCB-Magnet verbaut. Gut, ja, kann passieren. Ja, das an einer Steigung, das ist natürlich ungünstig. Da ein Magnet verbaut. Für was? Habe ich irgendwas übersehen? Ich den hier bestätigen müssen. Kann ich mir jetzt zwar nicht vorstellen, ist auch nichts zum Bestätigen da. Na gut. So, da vorne ist Stühlingen. Da wird es dann zum ersten Mal wieder Rangiertätigkeiten geben. Richtig bitter.
Fahre vor zum Wendepunkt Stühlingen, Stopping Point 2. Siehe roten Pfeil und halte direkt vor dem Bahnübergang. Und das machen wir. Ja, ich weiß, ich bin leicht zu schnell, aber guck mal, auf den km/h kommst nicht rauf an. Ja, hier sieht schon ein bisschen nach Baustelle aus. Nicht alle haben es euch rum. Da steht dann auch schon der Kollege. Ja, sonst ein nettes kleines Örtchen. Ja, und ab Dezember dann neuer Endpunkt des Pendelverkehrs Lauchringen-Stühlingen auf der südlichen Wutachtalbahn. Oder auf der Wutachtalbahn, weil der Abschnitt, der dann im Anschluss kommt, ist ja dann schon die Sauschwänzlebahn. Das gibt doch Anlass zur Hoffnung. So, fahre nun rückwärts, bis du komplett auf dem Nebengleis stehst. Jawohl. Also, den zurück. Gucken aus dem Fenster. Jetzt werden wir vollständig drauf. Tun wir mal bremsen.
sehr schön. Wie gesagt, normal würde noch eine Einweisung von einem Rangierkollegen erfolgen, aber das Abstellgleis ist lang genug und da wird natürlich auch so eine Anweisung reichen. So nach Motto, setz halt zurück, bis du kurz vorm Zwergsignal stehst, dann bist du auf jeden Fall drauf und hast auch noch nach hinten genug Puffer. Ich koppel jetzt die hinteren 5 Wagen ab. So, dann gehen wir mal nach hinten. Dann fangen wir mal an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, das hier müssen wir trennen. Sehr gut. Du kannst die Fahrt nach Weizen fortsetzen. Ich sage auch, dass wir fahren dürfen. Dann können wir loslegen. So, bis nach Weizen 3 Kilometer, das schaffen wir auch noch. Und hinter dem Bahnübergang dürfen wir dann auch wieder beschleunigen auf 40. Da ist er, unser verkürzter Zugverband. Ja, das Wetter ist schön geworden. Die Sonne scheint. Da strahlt sie. Das war 2018.
unser nächster Punkt, an dem wir anhalten, wirft seinen Schatten voraus auf dem Ausweichgleis, wo dann die letzten Wagen abhängen. So, hier haben wir tatsächlich einen PZB-Magneten, das heißt, hier müssen wir tatsächlich die Langsamfahrt bestätigen. Aber vorhin bei der Zwangsbremsung habe ich keinen gesehen. Das heißt, also irgendwas ist da faul gewesen. Naja, ist ja kein Drama. Ich meine, eine SIFA-Zwangsbremsung war es nicht. Wir haben nochmal eine Steigung, das heißt, wir müssen nochmal ein wenig Leistung aufschalten. Ja, was wirklich schön ist auf dieser Strecke hier, diese schönen Wurmsignale, sowas mag ich ja auch. Nochmal nicht aufgepasst, kurz vom Ziel. So. Das ist natürlich wieder bei Gefälle. Das ist natürlich dann auch nicht so praktisch. Naja. Wieder nach Baustelle aus. Machen wir. Thank you.
sieht man auch schon, ja. Hier kann Wasser genommen werden. Wenn dann die Museumsbahn hier losdampft. Vorne haben wir den Wendepunkt. Gut, hier steht keiner. Wir müssen halt entsprechend Abstand von der Weiche haben, dass sie sich umstellen kann. Denn Wendepunkt heißt ja, wir werden jetzt in die andere Richtung wieder fahren. Und wahrscheinlich dann erstmal in die Abstellung gehen. Fahren und rückwärts. Ja gut, ich fahre im anderen Führerstand einfach vorwärts. Dort ist erstmal Pause für dich. Gut. Ja gut, regulärer Bahnverkehr ist ja gerade nicht wegen Bauarbeiten. Stehen wir auch nicht im Weg. Dann stellen wir da die Lok erstmal ab, machen Päuschen. Wird es irgendwann neue Anweisungen geben. Und dann geht es wieder zurück nach Lauchringen. Aber nicht mehr in diesem Szenario. Ja, da haben wir tatsächlich doch zwei Zwangsbremsungen gehabt. Eine konnte ich mir nicht erklären, bei der anderen habe ich wohl was übersehen. Das geht halt mal schnell, wenn man irgendwas erzählt. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen. Auch so das Thema des Szenarios, die Strecke. Wie gesagt, mir gefällt sie sehr gut. Die Lok, auch wirklich eine wunderschöne vom Virtual Railroad. Also doch wirklich, passt doch alles sehr gut zusammen. Schöne Strecke, schöne Lok und eine Investition in die Verkehrswende. Refit der Wutachtalbahn. Link zum Szenario gibt es in der Videobeschreibung und an der Stelle danke ich mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal.